Multiplayer-Time. Und zwar mit unserem Big Fail Deck. Ich kann mir auch nicht im geringsten vorstellen, dass das irgendwie funktionieren kann. Also sobald wir gegen Blau antreten, und das ist ja hier im Metagame halt mittlerweile angekommen, Counter-Decks, ganz normal, Control und Counter, und sobald wir dagegen spielen, haben wir ja sowieso verloren. Weil wir können immer so, oh yes, wir können jetzt einen dicken raus. Nö, machst du nicht. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob das gut ist. Good luck and have fun. Aber wir werden es sehen. Asmodeus, ein unglaublich kreativer Name. Ja, der perfekte Start für so ein Deck. Wenn jetzt blau kommt, weiß ich, was er spielt. Nein, es kommt weiß. Oh, interessant. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen bisher. Kann man natürlich machen. Ja, komm, wir ziehen direkt eine Karte. Auch ein höflicher Mensch. Das freut uns immer. Okay, zumindest haben wir hier, wenn wir Mana haben, kommen wir auf jeden Fall an ordentlich Spinnlinge. Dadurch kann es wieder funktionieren. Aber auch wieder spät, ne? 5. Alles kann hier erst bei 5 Mana richtig starten. Er kultiviert sich vor uns, das ist unschön. Das ist auch doch nur noch ein reiner Blocker für ihn eigentlich. So, wir haben kein Kultivieren gezogen. Damit haben wir ein Problem. Aber komm, ich halte mich mal zurück, falls irgendwas Dickeres von ihm kommt. Normal opfere ich den Kleinen mal ganz gern direkt in der Runde 1 rein. Aber in dem Deck würde es nicht gehen. Er kultiviert sie wieder. Das ist natürlich super für ihn, dass er so gut gezogen hat. Und dass wir halt auch nicht aus dem Quark kommen. Das ist richtig gut. Ja, wir bleiben dabei, nichts zu tun, weil wir einfach nur Shit ziehen. Und in der nächsten Runde haben wir 5. Yay. Da könnten wir zum Beispiel unseren kleinen Double Striker rauslegen. Okay. Er geht also auf Lifelink. Ja, hier, für Lebenspunkte 4 oder mehr bekommt er einen 4-4 Engel am Ende der Runde. Okay, alte Story. Ja. Ja, komm. Fangen wir einfach mal an mit 3-3 Double Strike. Damit können wir zumindest auch gleich mal in Ruhe angreifen und gucken, was da so abgeht. Und dann haben wir gleich noch ihn hier. Mit einer Double Season, ja. Doch, Doubling Season. So. Alles klar. Counter, Token und Lifelink, das ist scheinbar die Devise bei ihm. Schwupp. Und jetzt haben wir hier die Qual der Wahl. Und zwar zwischen eine Karte ziehen oder eine fette Schlange rausprügeln. Und kaputt. Ne, noch ziehen wir erstmal eine Karte. Vor allem, weil der eh billiger wird, umso mehr wir im Friedhof haben. Oh, guck mal. Dann ziehen wir doch noch eine Karte. Karten ziehen. Entlenschen. Das ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug für unseren fetten Drachen. Und den habe ich gerne früh. Oh, okay. Und da kommt was ins Exile. Und tschüss. Naja, irgendwann muss er mit ihm hier blocken. Hoffen wir es zumindest. Hoffen wir es. Er kultiviert sich normal. Was das Einzige, was daran gut ist, er verliert dadurch natürlich am Anfang ein paar Runden durch sein ganzes Getabbe. Aber wenn er halt auch ordentlich big was auf der Hand hat, ist es eine andere Sache. Aber wenn er wenig auf der Hand hat, ist es mir egal, ob der sich kultiviert oder nicht. Aber das wissen wir halt noch nicht. Und das ist der Punkt. Deswegen bringen wir jetzt als erstes hier unseren 5-5 Drachen raus, weil er einfach fliegt und weil er nicht fliegende Kreaturen kaputt ballern kann. Ne, hier unten, da,
zwei Schadenspunkte und wenn der jetzt auch nur einmal angreifen kann, dann haben wir unseren anderen Fuzzi wieder. Er muss nur einmal angreifen können. Ob er das schafft, ist die Frage. Vielleicht hat er noch eine Priesterin auf der Hand. Oh nein, okay. Das wird natürlich schnell gehen mit der Doubling Season und wir haben nichts, um das zu verhindern. Ah, wir werden sehen. Du kommst raus. Die kann nachher raus. Greifen wir erstmal an, gucken, was dabei rumkommt. Schön. Alle Nichtfliegenden bekommen zwei Schaden. Ich nenne es mal schön. So, dann nehmen wir hier noch 5-5 Wurm, damit es ihm schwerer fällt, gleich zu entscheiden, was er wegmachen soll. Es ist natürlich witzig, dass wir auch auf eine Art Aufbaudeck treffen. Und unser Deck daher durchaus was machen kann. Oh, guck mal, das ist ja witzig. Ja, wir greifen erstmal an. Er hat noch eine Karte. Mal gucken, wenn es ein Fock ist oder sowas, fände ich sehr witzig. Wenn es keiner ist, sieht es schlecht für ihn aus. Es sieht schlecht aus. Unglaublich, wir haben gewonnen. Oh Mann. Ich finde das richtig witzig. Okay, ich würde sagen, es waren 6 Minuten 50. Wir machen noch einen Test. Vielleicht gegen ein Weenie oder ein Control-Deck, sodass wir halt sehen, ob der Druck, der dahinter steckt, genug sein kann. Also der Drache, der hat es echt gerichtet. Der ist ja so unglaublich mächtig. Und ich denke, sein Deck kam auch gar nicht richtig zum Zuge. Also zu viel kultiviert. Ich glaube nämlich auch, dass er gar nicht so dicke Kreaturen drin hat. Zumindest das Prinzip, was er da gezeigt hat. Also eine Doubling Season war drin. Der Lifelink Angel, die Verzauberung, war drin. Und der Counter-Sammler für immer, wenn eine Kreatur angreift, war drin. Und das spricht hier eigentlich dafür, dass er ein sehr schnelles Deck hat, was einfach nur Token und Counter macht, die ein bisschen Lifelink zwischendurch haben. Für was anderes war das Ding ja nicht da. Und deswegen so viel kultivieren, so viel Mana da an den Start bringen, so viel auch Guildgates, die er hatte, das habe ich nicht verstanden. Okay, unsere Starthand sieht in dem Punkt nicht so gut aus. Grundlagen have fun. Sieht hier tatsächlich nicht gut aus. Die andere Frage ist, was sieht denn gut aus? Deswegen behalten wir die Hand, weil wir gar nicht... Was sieht gut aus? Ah, ein schöner Start. Wir gucken mal, was wir jetzt ziehen, ob wir da uns entscheiden, was wir rauslegen. Okay, also ich spiele dann erstmal Rakdos, weil... Ihn kann ich nächste Runde auch noch hier mitspielen und dann das Land rauslegen. Und schon haben wir drei Länder draußen in unserer Runde 2. Und das ist wiederum okay. Das ist das, was wir brauchen in dem Deck. Ja, ja, komm du mal vorbei, mein Freund. Komm du mal vorbei. Alles klar. Dann spielen wir ihn, spielen wir ihn. Haben auch direkt einen Blocker für ihn. Jetzt kommt die Frage, willst du wirklich ein Land drauflegen? Ich glaube Thorn. Tada! Also auf jeden Fall ist das Deck unfassbar riskant, einfach nur für diesen einen blöden Engel so viel Guildgates hier reinzupacken, mit denen wir halt nicht immer was anfangen können. Ist riskant. Aber ein komplett Multicolor-Deck klappt hier nicht in dieser Edition. Okay, aber er ist jetzt schon auf der Hand. Das ist gut. Das ist wirklich gut, auch wenn es nicht so aussieht. Das ist gut. Und wir haben schon 1, 2, 3 Farben draußen. Angreifen wollen wir natürlich nicht. Aber wir spielen gegen Weiß-Grün. Der Priester wird ihn ins Exile schicken. Wir müssen... Oh. Natürlich, wieso? Oh. Celestia muss das ja her. Ja, ja, wenn er an seine Token-Maschinerie rankommt, dann sieht es auch wieder ein bisschen übler aus. Jetzt hätte ich gerne ein Ländchen. Nee.
Ich kriege aber keins. Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ihn auf der Hand zu haben ist super so früh, aber kein Land zu ziehen ist schlecht. Ja gut, die Token kommen, Karten ziehen kann er jetzt nicht mehr. Das ist schön hier. Das finde ich gut. Also für ihn. Schöne Combo, immer ordentlich Karten ziehen, hat nie damit Probleme. So, endlich mal ein Land raus hier. Aber das Falsche. Und auch eins, mit dem wir wieder nichts anfangen können. Und gleich, wir werden ein Problem bekommen, einfach weil da einfach so eine Token-Armee stehen wird, gegen die wir nichts machen können. Das wird unser großes Problem sein. Und es braucht ja noch ziemlich lange. Dreifachgeister kommen raus. Wenn ich Glück habe, wenigstens ein bisschen mit Convoke. Muss mit Convoke, ja. Und dann zieht er noch ein paar Karten. Das ist schön. Es läuft bei ihm. Das läuft bei ihm. Bei uns läuft es gar nicht. Und ich sehe da auch ein bisschen schwarz. Weil wir selbst diese krasse Verzauberung können wir nichts mit machen, weil wir haben ja nicht mal Kreaturen im Graveyard. Und wir müssen ja unseren Graveyard nehmen. Okay, im Token-Deck haben wir hatten auch keine Kreaturen drin. Eieieiei. Okay, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Mana haben wir schon mal. Es fehlt nur noch ein blaues. Nur noch ein blaues. Wir haben hier, wir haben rot, wir haben grün, rot, schwarz und weiß. Das Blaue noch und dann kommt der Engel raus. Und wenn der liegen bleibt. Oh, okay. Nicht gut. Der muss dann nur noch Kammschaden zufügen. Ne? Bei den ganzen Flyern dauert das, weil er immer einen Blocker dazwischen schmeißen kann. Er muss Kammschaden zufügen. Dann machst du hier Bau und Bau und Bau und überhaupt. Deswegen überlege ich mir vielleicht nicht, den Engel als erstes zu spielen, sondern hier sowas. 10-10. Ach, der Engel, der kommt auch nochmal mit 11-11. Super. Ja, das ist gleich vorbei. Ich spiele den Engel raus und werde den opfern müssen. Super. Okay, Freunde. Das ist jetzt alles andere als witzig. Drei, drei Double Strike bringt uns nichts. Ich würde auch nur einen töten. Deswegen kommen jetzt die ollen Viecher hier. Der blockt dann gleich ihn. Kriegen wir trotzdem 11, 12, 13, 14. Einen noch blocken. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir sind tot. GG. Well played. Ich weiß, man sollte sowas nie frühzeitig schreiben, weil manche Leute dann trotzdem nicht raffen, was hier gerade abgeht. Und überhaupt nicht angreifen. Aber in dem Fall ist es einfach so. Ja, das ist natürlich genau das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Die Schwäche von diesem Deck. Es kann natürlich auch gar nicht laufen, ne? Es kommt nichts und das gegen ein recht schnelles Deck. Ist halt eine schäbige Angelegenheit. Viermal Kultivieren ist drin. Wir haben vier Elfen, die uns Karten ziehen lassen. Wir haben drei Elfen, die uns extra Länder abwerfen lassen. Und wir haben natürlich 20 Länder drin. Also 28, 29, 31 Karten. Also die Hälfte unserer Karten basiert darauf, dass wir da irgendwas mitmachen können. Und ja. Warum sollte man davon auch eine ziehen? Macht ja keinen Sinn. Schade. Sehr schade. Aber gegen solche Decks müsste das Deck natürlich umgebaut werden. Ein paar kleine Kreaturen müssten rein, damit man ein bisschen am Anfang ein bisschen Weenie hat oder sowas wie Shocks oder so. Irgendwas in der Richtung müsste eigentlich rein.
Es war ja auch ein bisschen mehr, gerade just for fun, ein bisschen Spaß, den Engelmann Start bringen. Richtig Multicolor ist noch nicht möglich, dafür fehlen Karten. Oder es ist vielleicht sogar möglich, aber ich finde nicht wirklich effizient möglich mit den Karten, die wir haben. War ein bisschen Spaß und die erste Runde war ja witzig, muss ich jetzt mal so sagen. Also, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis morgen. Tschüss.